Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf MK7 und heute gibt es Teil 3, nämlich Argentinien 1948, die WM in Argentinien. Falls ihr das Format feiert, gebt auf jeden Fall ein Like nach oben. Heute, ich werde wahrscheinlich am Mittwoch ausstrahlen. Gestern haben wir die WM 74 gesehen, nämlich, bin ich mal gespannt, was ihr heute dazu sagt, die nächste Premiere. Ich nehme das Ganze an diesem Dienstag schon auf und ja, bin ich mal gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. WM 78, so langsam gehen wir schon in die schönere Design rein. Dann nochmal ein kleiner Rückblick. Ich würde sagen, da gehen wir in 74 rein und sehen Franz Beckenbauer schon mal. Also da gibt es immer wieder so kleine Rückblicke. Und ja, das sind die Stadien, wo gespielt worden sind. Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Ja, Leute, Córdoba sollte noch ein ganz besonderer Ort werden. Mehr dazu gibt es dann später, wenn wir auf der österreichischen Seite sind. Mendoza, Mar de Plata. Und wir legen los mit Argentinien. Da ist, da war die WM, Gastgeberland. Und ich habe mich nochmal schlau gemacht. Es war noch nicht die Zeit von Maradona, aber die kommt auch demnächst. Aber noch nicht ganz. So, dann haben wir Magyarország, das ist Ungarn. Dann France. Und die Franzosen waren ja schon immer gut im Fußball, muss ich zugeben. Also Frankreich, es gibt kaum eine WM, wo Frankreich wirklich enttäuscht hat. Also wenn sie enttäuscht haben, also sie hatten immer gute Spieler, sagen wir es mal so. Und zum Beispiel hier war auch Marius Tresor ein guter Spieler. Ja. Hat bei Marseille gespielt. Aber damals haben echt die meisten noch in der Heimat gespielt. Damals war das noch nicht so, wer gut war. Oder war noch nicht so extrem. Wer gut war, ist direkt nach Madrid oder nach Barca. Da haben echt die meisten noch in ihren Heimatländern gespielt. Heutzutage ist das undenkbar eigentlich. Also Beispiel, Pelé hat ja etwas länger schon beim FC Santos gespielt. Heutzutage, wenn Pelé heutzutage spielen würde, wäre er schon längst vom FC Santos abgekauft worden. Aber der junge Pelé hat relativ lange gespielt beim FC Santos und dann ist er nach Barca. Leute, ich kenne mich da. Das war halt echt nicht meine Zeit, aber ich glaube schon. Und ja, gehen wir weiter. Machen wir weiter mit Italien, die Italiener, dann Polska, die Polen, dann Deutschland, die BRD, ist rausgeflogen gegen Österreich, in der Schmach von Córdoba. Ja, soll ich wieder ein paar Namen vorlesen? Ich würde sagen, ich mach's. Josef Mayer, Berti Vogts, diesmal heißt er zum ersten Mal Berti. Und zwei WMs davor heißt er noch Hubert. Nur Leute. Wolf, ich sehe so schlecht, weil es so klein ist. Ich würde sagen, wir zoomen ein bisschen ran, dass ihr es auch seht. Rolf Rüsmann, dann Klaus Georg. Ja, so sehen wir es besser. Können wir auch hier das Licht ausmachen? Machen wir mal da das Licht aus in meinem Wohnzimmerchen hier. Weil dann habe ich ja eine kleine Kamera an meinem Handy schon, das reicht. Ja, jetzt ist noch mehr HD, Leute. HD-Modus. Dann haben wir Hans-Georg Schwarzenbeck, Manfred Kaltz, Bernhard Dietz, Herbert Zimmermann, Rainer Bonhof, Erich Beer, Heinz Flohe, Manfred Borgsmüller, Bernd Hölzbein, dann Rüdiger Abramczyk, Klaus Fischer, Karl-Heinz Rummenigge und zu guter Letzt haben wir noch den Bernd Franke. Dann Tunesien. Die Tunesier. So würde ich sagen.
Passt so. Bisschen Ransum noch. So. Leute, so. Tunesien. Wäre mal schon ein bisschen froh, wenn es heute nicht so lang gehen würde, weil es ist ja eine Premiere und ich möchte, dass ihr alle dran bleibt. Und genau. Da reicht es, wenn ein Video reicht vollkommen, wenn ein Video auf 15 Minuten geht. Dann haben wir Österreich und ja, das war spannend und das war auch das schlechteste Spiel, nämlich gegen Deutschland. Das war wirklich die Schmach von Cordoba, 78. Und dann haben wir Spanien, dann Schweden. Also Schweden war in letzter Zeit echt gut, 74-70 qualifiziert. Wenn ich so an 2014 denke, waren sie ja nicht qualifiziert. Also ich kann bis jetzt sagen, dass Schweden oft bei einer WM dabei war. Dann haben wir Brasilien. Wen erkennen wir denn da? Rivaldo. Noch? Sonst noch? Se Maria. Zico. Raul als Ersatzkeeper. Dann haben wir The Netherlands mit unter anderem, war da noch Cruyff aktiv? Ich glaube nicht mehr. Ich suche ihn gerade noch. Ich glaube, da war Cruyff nicht mehr. Oder war er zu der Zeit verletzt oder er war einfach nicht mehr aktiv. Niederlande war wieder im Finale, 78. Gegen wen sind sie ausgeschieden? Schreibt mir unten rein. Wer ist Weltmeister geworden? Dann haben wir den Iran. Dann den Peru. Dann Schottland. Also ihr merkt schon, ich ziehe ein bisschen Tempo an, weil die letzte Premiere ging ja 20, 21, 22 Minuten und das ist einfach ein bisschen lang. Dann haben wir die ausgeschiedenen Mannschaften. Wieder Belgien nicht dabei, Bulgarien wieder nicht dabei oder zum ersten Mal nicht dabei. Tschechoslowensko, Dänemark, Deutschland, die DDR war auch nicht dabei. Mit unter anderem Jürgen Kreu, Bernhard Häfner, Joachim Streich und Martin Hoffmann. Dann England war nicht dabei. Die Schweiz, Jugoslawien, Norwegen, Portugal, Rumänien, SSR, UdSSR. Dann Uruguay war nicht dabei und Wales war auch nicht dabei. Ja, schreibt hier unten rein, wer ist Weltmeister geworden 1978? Und dann geht's nächste Folge weiter. Wann die nächste Folge ist, weiß ich nicht. Mit Spanien 82. Und das ist auch nicht nur die 70er zu den 80er Wende, sondern wirklich auch eine Wende für mich. Nämlich jetzt geht so langsam schon rein in die Fußballkenntnis. Ab 82 kann ich auf jeden Fall schon was sagen. Wir schauen uns mal das Cover noch von 82 an. Das mache ich ja immer. Also das ist das Einzige, was wir schon über 82 verraten. Einen Fußballer oben drauf und dann sind ein paar Teilnahmeländer und das offizielle Maskottchen. 82 gehen wir mal ein bisschen länger wieder rein. Ich würde sagen, 10 Minuten reicht für dieses Video. Und ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und Pax Mozart ist jetzt raus. Tschüssikowski.